Moin Leute, willkommen wieder zurück zu Splatoon 2 im Story Mode. Wir sind jetzt auf dem Weg Richtung nächstes Level. Und hier drin befindet sich Auf und Ab im Propellerland. Eine Vorgabe. Solange ich keine Sniper spielen muss, ist alles okay. Hey, nimm bitte das hier, so ganz unnützliche Daten sammeln. Hier haben wir eine momentan allseits begehrte Waffe, den Helm Bluviator. Verschieße mit ZR-Tinte oder halte sie in die Taste gedrückt, um dich zu schützen. Hältst du ZR-Länge gedrückt, fliegt der Bluviator-Tinte sprühend los. Probier's mal. Ja. Und ich dachte, die Waffe kommt erst, aber wie es aussieht, kommt sie in der vierten Welt. Der Bluviator oder Regenschirm. Damit können wir, ja, Attacken abwehren. Hauptsächlich. Und wenn wir ihn die Schießtaste lange gedrückt halten, fliegt das Teil einfach weg. Kann nützlich sein. So ungefähr sollte man es machen. So. Die Frage ist jetzt, welche Richtung gehen wir? So. Ah, verdammt! Schade. So, jetzt kommt etwas zum etwas Ungemütlichen. Und zwar unsichtbarer Weg. Okay. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Aha, da ist nix. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir irgendwo rein müssen. So. Ah. Das ist die Key. Okay, mich wundert es gerade, dass hier sonst nichts ist. Das kann eigentlich nicht sein. Ich meine, es war irgendwo ein relativ fieses Secret am Start, wo man irgendwie so einer Wand lang schwimmen musste. Boah. Oben ist ja auch was, aber ich glaube, das komme ich ja später hin. Ah, verdammt. Leider zu langsam gewesen. Das ist... Ja, okay. Oder man knallt ihn direkt weg. So wie ich es gerade gemacht habe. Hier war, glaube ich, irgendein Secret. Erstmal das hier kaputt machen. So. Er kommt ja nicht her zu mir.
kann auch nicht. Okay, beeil dich. So. Ist nur noch hier hoch. Okay. Rüber. Dann hätten wir das hier schon mal erledigt. Mhm. Hier ist ein Key. Und da brauchen wir den Parabluviator. Nein, jetzt geht er auch noch weg. Hallo. Jetzt. Ich möchte gerne dann nach hinten. Wieder zurück. Das sieht, glaube ich, nach einem weiteren Punkt aus, wo unser Abenteuer weitergeht. Aha. Okay. Ich glaube, ich brauche auch beide Schlüssel. Fuck. Ah. Ich habe eine Idee. Das hier nutzen. Und natürlich stehe ich komplett falsch. So. Nochmal. Ah, da oben ist ein Coupon. Oh, okay. Aber... hilft mir auch nicht weiter. Ich hätte ja gerne... warte mal, was ist da unten? Da ist ein Knopf. Aha! Na ja, gutes Versteck. Ich war gerade dabei zu gehen. Dann habe ich diesen Knopf entdeckt. Da muss man schon das Spiel loben. Für dieses, ja, doch, durchaus ein gar nicht mal so einfaches Versteck. Aber wie ich ja bereits in Part 1 ja erwähnt habe, die Level werden komplexer. Und ja auch unter Umständen schwieriger. Und da hinten ist das Antiphobium. Ich glaube, da braucht es einen guten Shot. Das hat sehr gut funktioniert. Dann probieren wir es mal mit der Granate. Dann nochmal. Das gibt's nicht. Das ist ein Antiphobium, ne? Mhm. Dem stimme ich dir zu, Limone. So. Oh Gott. Boah. Kann ich so aufhören, so knapp rüber zu springen?
Verdammt. Das ist jetzt nicht gezählt. Das muss ganz genau treffen, ne? Verdammt. Flieg! Schnipperinos. Okay, ein Key. Und ich muss da runter. Haha. Was? Ah, jetzt. Ich dachte schon, der will nicht. Aber wir haben's. So, ein Eintrag ins Logbuch und Helmploviator. Aufgabe gelöst, Lernen mit Limone. Läuft ab Donnerstag um 25 Uhr auf SBS. Hier lernt ihr, wie man seine Aufgaben am effektivsten vor sich her schiebt. Ah ja. Ich glaube, es fehlt nur noch eine Waffe, ne? Es fehlen zwei. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, welche Waffen fehlen. Es passt. Ich war gerade nur ein bisschen verwirrt. So, Oh, diese Kisten. Warum sind sie so tanky? Ich weiß ja gar nicht, wie... Octoling Hinterhalt an den Moränentürmen. Oh, eine altbekannte Map. Aus Splatoon 1. Die Moränentürme. Octoling können einem den ganzen Tag ruinieren. Und Octoschützen erst. Oha, natürlich. Auf der Sniper-Map müssen natürlich Sniper rumstehen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen das alles taktisch vor. Bleib lässig, aber wachsam. Hm. Ich brauche auch keine, kein Einschuss, sondern nicht Einschuss, um die Gegner umzubringen, sondern muss zweimal, glaube ich, hitten, ne? So, einen einkassiert. Oh. Das wird gefährlich, Bruder. Aber ich glaube, die ganzen Sachen bezüglich... Secrets sind auf der anderen Seite. Und ich wurde schon von der ersten Sniper ins Visier genommen. Okay. Es sind ja nur zwei Stück. Hm. Ich habe einen Plan. Wie wir das hier am besten erledigen. Und das könnte mir sehr, sehr helfen. Okay. Ich bin nicht lost.
sie hat einen Schwaffer, ne? Hallo. Okay. Ich glaube, mit der Surfschiene konnten wir gute Distanz gewinnen. Für den Snipern. Ich glaube, das sollten wir auch zu unserem Vorteil nutzen. Okay, hier ist das Anchovium. Mhm. Hochdruck, beziehungsweise. Okay, wir nennen es Verruchtdruck für Unreiniger. Ja, moin. So, da oben. Unten ist ein Octoling. Und ich glaube, es sind nur zwei Sniper. Ich versuche, die Sniper umzubringen. Mhm. Denn die Octolinge kann ich ja so erledigen. Nach drei. Wir müssen jetzt nur noch die Schriftrolle finden. Dann haben wir eigentlich alles. So, Abkürzung zu meiner Anfangsseite. Oh, Rüstung. Nicht schlecht. Herr Specht. Und ich sollte einfach rübergehen. Warum ist hier ein Geschütz? Da gibt es eigentlich keinen Gegner mehr unter mir, oder? Außer Octolinge. Was machst du denn? Mhm, mhm. Okay. Die Hälfte hätten wir. Ja. Ich glaube, ich kann mir durchaus vorstellen, wo die Schriftrolle ist. Und drei. Okay, wozu ist hier dieses Geschütz? Warum ist es hier? Es tut mir leid, aber ich verstehe das Geschütz hier nicht. Warum es da steht, das meine ich. Oha. Ist das eines dieser aggressiven? Noch zwei. What the fuck? Wo ist denn der? Wo ist der Gegner? Da. Samt. Oh, Alter. Ich habe mich fast tot gesehen, ne? Warum gehe ich das so aggressiv drauf? Ja, moin. Durch einen Sprenkler. Das ist der letzte. Ach ja, genau. Genau, stimmt. Ich habe ja die Surfschiene genommen.
Ah. Da unten wird wahrscheinlich die Schriftrolle sein. Schon? Nee. Das Kamehameha. Aber... was zum Teufel ist da eine Schriftrolle? Ich war jetzt überall. Gefühlt. Beim Spawn hier was übersehen? Oder vielleicht sollte ich den Sprenkler hier kaputt machen. Ja, moin! Okay. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht, dass ich gerade mich umgebracht habe. Sehen jetzt die Gegner als besiegt oder muss ich die jetzt nochmal bekämpfen? Ich wollte eigentlich diesen scheiß Sprenkel hier loswerden. Dann machen wir es halt so. Da ist wirklich nichts. Diese Schriftrolle. Das würde mich interessieren. Ich brauche die Schriftrolle. Diese Tintenballs sind so nervig. Wo ist hier die Schriftrolle? Die muss irgendwo sein. Oder ist sie da oben? Richtung gegnerischen Spawn. Ach nee. Nee, die war hier. Okay, dann passt's. Sehr gut. Schnell hoch. Thank you. Da bam, ba da bam. Jo, und das war's auch mit diesem Part von Splatoon 2. Aioli von den Sea Sirens wurde nach Abschluss der Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie am Flughafen von Fans entdeckt. Es kam zu Tumulten, Aioli behielt ihr Lächeln, doch wird ihr Ruhm aber kurz oder lang seinen Preis fordern. Ja,